Heute werde ich euch zeigen, wie ihr ganz schnell und ganz einfach selber einen Mundschutz nähen könnt. Viel Spaß dabei und los geht's! Zuerst einmal zeige ich euch alles, was ihr braucht. Für den Mundschutz benötigt ihr einmal einen Außenstoff, einen Innenstoff, zwei Stückchen Gummibänder und ein Stückchen Draht. Die Größe des Außenstoffs beträgt 19 x 25 cm, der Innenstoff 19 x 19 cm. Die beiden Gummibänder sind bei mir etwas kurz geraten, die würde ich ca. auf 15 cm zuschneiden. Genauso auch wieder Basteldraht auf 15 cm. Zuerst einmal müsst ihr die beiden Stoffteile rechts auf rechts, also die beiden schönen Seiten, aufeinander stecken und steckt es hier an den beiden langen Seiten zusammen. Beachtet dabei, dass hier die Abstände gleich groß sind. Also messt nochmal nach, das sind ca. 3 cm. Wenn ihr die beiden Stoffteile zusammengesteckt habt, näht ihr an beiden Seiten einmal Füßchenbreite entlang. An der Stelle beginnt ihr dann entlang zu nähen. An der Stelle solltet ihr erstmal alle Fäden, die abstehen, abschneiden. Jetzt bügeln wir das Ganze. Dafür legen wir es einmal hier sozusagen halbiert, Naht auf Naht. Also diese Naht sollte hier auf dieser Naht liegen. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Und wir werden jetzt die beiden Stoffteile auseinanderbügeln, dass es sich nachher besser in die Falte legen kann. So sieht es danach aus. Also die beiden Stoffteile sind jetzt auseinandergebügelt. Jetzt drehen wir das Ganze um und machen das Gleiche auch auf der Seite. Und die beiden Kanten hier und da auf beiden Seiten könnt ihr einfach auch auf die gleiche Seite bügeln. Jetzt stülpen wir das Ganze auf die andere Seite, also drehen das Ganze um. Ich habe das Ganze jetzt auf die andere Seite umgedreht, einfach hier durchstülpen. Und jetzt sieht es so aus auf beiden Seiten. Und jetzt bügelt ihr das so, dass man von der orangenen Seite nichts vom rosanen Stoff sieht und auf der rosanen Seite nichts vom orangenen Stoff. So, und jetzt nach dem Bügeln sieht das Ganze so aus. Es ist von beiden Seiten gebügelt und die Kanten an den überstehenden Enden sind nach innen gebügelt. An dieser Stelle, also nach dem Bügeln, seid ihr jetzt so weit. Und jetzt kommen wir zum Tunnelzug für den Draht, weil der kommt am Ende nach oben hier rein, damit man das an der Nase und im oberen Gesicht anpassen kann und es einfach bequemer zum Tragen ist und auch nicht mehr so viel Schmutz oder was auch immer reingelangen kann. Dafür nähen wir jetzt an einem Ende, ihr könnt es euch aussuchen, also ihr müsst einfach schauen, wo die obere Seite ist und wo die untere. Bei mir ist jetzt an dieser Stelle hier die obere Seite und jetzt näht ihr wieder Nähfüßchenbreite. Von Anfang bis Ende eine Naht und somit habt ihr hier auch dann einen Tunnel geschaffen, wo dann der Draht rein kann. An dieser Stelle fangen wir hier einfach an, eine Naht zu nähen und dabei könnt ihr euch, wie schon gesagt, Füßchenbreite orientieren. Das heißt, dass ihr an dem Ende des Füßchen euch orientiert, dass es auch immer der gleichen Höhe ist wie das Ende des Stoffs. Thank you.
danach sieht das Ganze so aus. Ihr habt oben einfach eine Naht gemacht und hier hat es einen Tunnel gebildet und da führen wir gleich den Draht ein. Vorher solltet ihr aber beachten, dass hier die beiden Enden des Drahts wirklich spitz sind und damit sich aber keiner verletzt, solltet ihr immer so ein Stückchen von beiden Enden nach innen biegen, sodass es keine spitze Kante mehr gibt. So sieht dann das Ganze danach aus. Ihr habt einfach die beiden Enden hier abgebogen, sodass es keine spitzen Kanten mehr gibt. An dieser Stelle, wenn ihr den Tunnel zu genäht habt, Draht eingefädelt habt, beginnt ihr das Ganze zu bügeln. Das braucht ihr nachher, um die Falten reinzumachen. Einmal bügelt ihr in der Mitte. Und wenn ihr das dann in der Mitte gebügelt habt, bügelt ihr es einmal. Also bügelt ihr die eine Seite nochmal zur Mitte und die andere Seite auch nochmal. So sieht dann das Ganze aus. Ihr habt 1, 2, 3 Falten. Jetzt lege ich mir den Draht zu mir und habe dann die 3 Falten, die sehe ich dann. Und jetzt müsst ihr einmal die Falte hier nehmen, sozusagen knicken und dann nach vorne knicken. Und hier ist es dann wichtig, dass ihr schaut, dass dieser Knicks hier 1 cm lang ist. So. Und dann steckt ihr das Ganze hier einmal fest. Und das macht ihr dann auf der anderen Seite genauso. Messt dann wieder ab, dass es 1 cm sind. Und steckt das Ganze fest. Das Ganze könnt ihr dann auch einmal in der Mitte feststecken und das macht ihr dann mit allen 3 Falten. Jetzt müsst ihr euch an beiden Seiten hier ca. 2 bis 2,5 cm ab und macht euch eine Markierung mit einem Bleistift oder mit einem Kreidestift, das ist ganz egal. Und das macht ihr dann auf beiden Seiten und danach nähen wir das auch auf diese Markierung. Das Ganze sieht dann auch so aus. Ihr habt hier 2 Markierungen, wo lang ihr entlang nähen könnt. Wichtig ist es zu beachten, dass die Nadeln natürlich nicht im Weg sind. Also könnt ihr euch sie schon von Anfang an ein bisschen weiter außen stecken oder ihr steckt es einfach jetzt kurz ein bisschen weiter raus, so ungefähr, und schaut, dass ihr die Nadeln aus dem Weg habt. Und jetzt näht ihr einfach an der Markierung entlang. An dieser Stelle, wenn ihr beide Seiten genäht habt, dreht ihr das Ganze um und macht es auf beiden Seiten, also das, was ich jetzt sage. Und zwar klappt ihr das einmal hier rein, das ist ungefähr zu dem Innenstoff. Und dann klappt ihr es noch ein zweites Mal ein. Erstens, damit hier die Ränder nicht mehr zu sehen sind. Und zweitens entsteht so mit einem Tunnelzug, wo wir nachher die Gummibänder reinnähen können. Und das macht ihr dann auf beiden Seiten. Das Ganze könnt ihr dann nach dem Bügeln mit solchen Klammern hier feststecken. Das ist dann relativ gut, weil es noch ganz viele Lagen übereinander sind und das dann immer ein bisschen schwer ist, das festzustecken. Wenn ihr das Ganze dann festgesteckt habt, so wie ich das jetzt mit diesen Klammern gemacht habe, sieht das dann so auf der Rückseite aus.
Und jetzt ist es wichtig, dass ihr wirklich ganz am Rand von der Seite, also immer von innen, hier entlang näht. Ich mache das jetzt zum Beispiel mit einem Reißverschlussfüßchen, damit an dem Rand entlang läuft. So sieht das Ganze dann auch aus und das Gleiche machen wir dann auch auf der anderen Seite. An dieser Stelle sieht es dann so aus. Und jetzt kommen wir zu dem allerletzten Teil. Und zwar machen wir jetzt noch die Gummibänder hin. Und das machen wir so, dass wir die Gummibänder von beiden Seiten einmal hier reinstecken werden und dann mit einem Zickzackstich auf der Stelle das festnähen und das Ganze dann auch noch auf der anderen Seite machen. Das Ganze dann auch noch auf der gegenüberliegenden Seite. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. An dieser Stelle nähen wir das also mit einem Zickzackstich auf der Stelle fest. Das heißt, ihr stellt euch einen Zickzackstich ein und so, dass es nicht nach vorne kommt, das Füßchen, und beginnt zu nähen. So sieht also die Maske zum Schluss aus. Ihr habt einmal hier die Falten, die euch mehr Platz verschaffen für den Mund und den Nasenbereich natürlich. Oben könnt ihr das mit dem Draht anpassen, so wie ihr es möchtet, damit da reinkommt. Und hinten habt ihr einmal den Innenstoff, den ihr am besten nicht oft mit den Händen berühren solltet, weil das direkten Kontakt mit eurer Schleimhaut hat. Dann natürlich die beiden Gummibänder an beiden Enden, die dann an den Ohren befestigt werden können. Und das ist dann somit die fertige Maske. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, dass es euch inspiriert hat und gezeigt hat, wie es wirklich schnell und einfach funktionieren kann. Und wenn es so ist, dann lasst ein Like da, ein Abonnement und dann sehen wir uns auch schon das nächste Mal. Tschüss! Salam!